herzlich willkommen zurück in nördlichen Ländern mit unserer Wikingerin. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt noch hinkommen. Ja, ich kann mich auch nicht beschweren. War in Ordnung. Also ein bisschen viel aufgrund von Assassin's Creed ein bisschen viel gestreamt, sag ich mal. Jetzt hatte ich sechs Tage am Stück, aber es geht. So, wir haben hier noch irgendwas mit Gold. Das würde ich ganz gern noch haben wollen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. Das war ja in dieser komischen Hütte hier. Ich muss mich mal gerade ein bisschen anders hinsetzen. So. Muss ich wieder an die Steuerung umgewöhnen. Horizon Zero Dawn ist da ein bisschen anders. So. Komme ich da irgendwie rein? Offensichtlich nicht. Weil hier scheint ja irgendwie Gold zu sein. Vielleicht komme ich da auch später erst rein. Das kann ich leider nicht sagen. Vielleicht brauche ich da noch irgendeinen Move, irgendeine Waffe, mit der ich hier noch das Holz vielleicht wegschmuggeln kann oder so. Werden wir mal sehen. Okay. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder... Wir hatten noch eine Geschichte, da würde ich ganz gerne nochmal vorbei. Wir haben hier ja noch diese Sache mit diesem Kamm gehabt. Und zwar, da war doch eine... Ah, Valhalla gefällt mir richtig, richtig gut. So, ich mache hier mal eine Schnellreise hin. Weil wir haben da ja noch diese eine Nebenmission, wo so eine Dame an so einem... Ja, ich sag mal, an so einem Ufer sitzt und ihren dusseligen Kamm sucht. War mal gespannt. Was da passiert... Den würde ich eigentlich schon ganz gerne abschließen. Ja. Ah, 480p läuft flüssig. Ja, das ist doch schön. Aber da siehst du mich wahrscheinlich voll unscharf, ne? So. Und du hörst mich ja wieder in Stereo wahrscheinlich, ne? Quasi wie Dolby Surround. Ja, was denn jetzt? Stereo oder Dolby, ne? Willst du mir jetzt sagen? Vollkommen ausreichend, mich unscharf zu sehen. Alles klar. Okay. Ah, so kann ich aufstehen. Okay. Wo war nochmal diese kleine Mission? Das war doch hier irgendwo... Ah, ich muss mir wieder so einen Wegpunkt setzen, sonst finde ich das wieder nicht. Da will ich hin. Genau. Dolby Atmos. Ja, der Steffen hat mit Sicherheit Dolby Atmos zu Hause. Das traue ich dem Steffen tatsächlich zu, dass er Dolby Atmos zu Hause hat. Echt? Ernsthaft? Ey, jetzt bin ich aber ein bisschen neidisch. Du Tine, wir müssen aufrüsten, ne? Das kann nicht sein, dass der Steffen ein geileres Soundsystem zu Hause hat wie ich. Als ich. Ja, der Steffen weiß halt, was gut ist. Steffen weiß, was gut ist. Obwohl, du bist doch Fan von BMW. Ja, dann nehme ich meine Aussage zurück. Nein, Spaß. So, jetzt sind wir hier wieder am Wasser. Es gibt nur Wasser überall. Und da muss... Ah, da sitzt die Tante. Da sitzt das junge Fräulein, die holde Maid, der wir ihr... ihr Haarpflegewerkzeug wiederholen müssen. Ne? So, jetzt lass mal gucken hier. Was erzählst du da? So, Quest. Geburtsrecht. Aha.
Ah, okay. Ah, so funktioniert das. Okay. Gut. Wasser ist wahrscheinlich wieder schweinekalt. Aber gut, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Weil sie sagt ja, dass es... Weil sie sagte ja, dass hier irgendwo der Kamm sein soll. Ist das kalt? Mein Blut gefriert. Na, guck mal, da ist doch was. Aber wenigstens kann sie gut die Luft anhalten. Ah, 720p funzt auch. Na, ist doch ein Träumchen. Ja, ihr ist kalt. Das ist was. Das ist tödlich. Ja, ja. Gut, ich habe ein bisschen Gesundheit eingebüßt, aber ich glaube, ich habe jetzt... Ja, guck mal. Habe ich es doch hingekriegt. Ich glaube, das ist deiner. Stell die Suche ein. Die Gewinnerin hat meinen Kamm gefunden. Gut, der Preis dafür, meinen Kamm zu finden, ist etwas Zeit mit mir. Ein Spaziergang oder auch mehr, wenn unsere Unterhaltung es nahelegt. Verstehe. Nach dir. Alles klar. Du wirkst anders als die, die sich sonst auf mein Spiel einlassen. Du hast eine Schwere und eine Zartheit. Oh. Zartheit. Die anderen sind wie Keulen, stumpf und plump. Du bist graziler, wie ein Messer. Oh. Ist dein Verlangen so stark, dass jede Dahergelaufene dir genügt? Einst war ich verheiratet. Mein Alfie ist vor 5 Wintern gestorben. Unsere Ehe war perfekt. Ich brauche keine neue. Doch soll ich den Rest meines Lebens ohne Liebe und Zuneigung verbringen? Ich denke nicht. Und der Kamm? Ob Kamm, Brosche oder Armreif, ist egal. Solange ich es verlieren und eine helfende Hand es finden kann. Ah ja. Schon etwas Interessantes erlebt dabei? Einmal dachte ich, derselbe Mann wäre mir dreimal begegnet. Da hatte ich Angst. Doch es waren Drillinge. Okay. Und jetzt? Wenn dieser Kamm dir nichts bedeutet, was soll ich damit tun? Behalte ihn. Kämm dein Haar. Oder lass es von mir kämmen, wenn du magst. Was ist denn da los? Mein Haar kämmen? Ist es das, worum sich diese Männer streiten? Ich könnte mehr tun. Ich könnte alle Knoten und Spannungen finden und sie lösen. Wenn du willst. Was ist denn da los? Ja gut, wir wollen ja alles in dem Spiel ja sehen, ne? Meine Schultern sind verspannt und mein Haar ist struppig. Diese Knoten könnten eine zarte Hand gebrauchen. Dann lass mich. Zarte Berührung, harte Stimme. Das hat Spaß gemacht, Eivor. Behalte den Kamm als Erinnerung. Danke, Biel. Du hast Knoten gelöst, an die ich selbst nicht herankomme. Okay. Kurz was zu trinken einschenken. Okay. Dann, so. Schauen wir mal auf die Karte. Was tun wir denn als nächstes? So, was haben wir hier? Hier ist auch noch was. Guck mal hier, empfohlene Stärke 1. Ah, okay. Aha, aha. Das ist ja dieser Typ hier, der, ja, ne? So, wir könnten, wir sollten, da ist auch noch was. Ja, hier ist noch so viel zu sammeln, ne? Okay, da ist unser Schiff. Gut, wir könnten Folgendes machen. Wir könnten hier nochmal hin und werden mal hier den Punkt erstmal freiräumen. Und mal gucken, was wir unterwegs noch so auftun. Ne? Ah, schön.
Oh, was ist denn hier schon wieder beim Discord los? Ah, okay. So, was haben wir denn da? Gut. Dann steigen wir hier mal aus. Führung abgeben. Danke. Okay, weil ich möchte jetzt erstmal diesen, wie das so ist bei Assassin's Creed, immer erst die Punkte aufdecken. So, was haben wir da? Da haben wir auch noch was. Da ist noch was mit Gold. Das nehmen wir auf dem Weg dahin einfach mal mit. Wir probieren es zumindest. Mal gucken, wo ich ihn finde. Lana. So. So, wo sind wir denn? Guckt euch mal diese schneebedeckten Berge an. Ich finde, das Spiel sieht schon auf einer normalen PlayStation Hammer aus. Guckt euch das mal an hier. Also ich finde, das sieht schon auf einer normalen PlayStation, nicht Pro PlayStation, sieht das schon richtig geil aus. Da bin ich mal gespannt, wie das auf der PS5 nachher aussieht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht, Tine, spielst du morgen? So, da geht es erstmal nicht weiter. Ach, ich muss hier den Berg rauf. Hier sind ja auch Fußspuren. Okay. Ich meine, wunderschöne Gegend, ne? Aber so kalt. Ah, okay. Also, wenn ihr morgen ab 15 Uhr nicht wisst, was ihr sonst so tun sollt, schaut mal bei meiner Frau auf den Stream rein. Da wird Spider-Man und Destiny gespielt. Destiny 2, glaube ich, ne? In Shootern ist meine Frau eine wahre Killermaschine. Aha. Da ist sie eine wahre Killermaschine. Die trifft dich schon, bevor du wusstest, dass du dahin läufst. So, dann gucken wir mal, wo sind wir denn hier? Okay, ich muss irgendwie nach... Ich muss nach unten? Okay. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Mord entdeckt? Natürlich stimmt das. So, wir machen mal hier unseren Odins Blick. Oh, zielen mit Controller ist echt mies. Halt bloß still. Halt still. Zack. Super. Ah, deswegen gibt es hier auch Gold. Im Überfluss. Ja, im Überfluss jetzt nicht, aber... Was denn? Ich finde, du kannst gut. Shooter spielst du ganz gut. Besser als ich. Ja gut, schlechter geht hier auch nicht. Na komm her. Komm her. Oh, nicht wegbücken. Ah, ich wusste es.
Okay. Zack. Ich, kleiner Attentöter hier. Oh, da gibt es Pfeile zum Auffüllen. Sehr schön. Ciao. Geil, hier gibt's was zu futtern. Proviant ist voll. Oh, ich weiß noch, bei Origins war es doch so, da hast du doch zum Teil hier auch diese Vasen oder was zerstört und dann sind da Schlangen rausgekommen oder so. So. Okay, wir müssen auf jeden Fall runter. Das macht aber nichts. Wow. So, und wo soll jetzt hier das Gold sein? Show me Gold. Show me the Gold. Sehr geschmeidige Höhle. Da ist Gold. Alles kaputt machen. Dann kommt Tine Wittler. So. Sehr schön. Ein bisschen was gefunden. Mhm. Was haben wir da noch? Aber das ist kein Gold gewesen. Ich will Gold. Ach, das ist auch wieder tiefer. So. Das war ein kurzer Boxenstopp hier, ne? Okay, was ist hier los? Okay, gut. Ja. Okay. Wo bin ich denn auf der Karte? Okay, ich muss mich hier wohl am Berg lang schlängeln. Dann schlängeln wir mal, ne? Okay, hier geht nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir doch. So. Ah, das sind wieder hier Signaldinger, ne? Jetzt kommen wir so langsam in die richtige Richtung. Das sind voll die Alarmanlagen hier. So. Schmecke meine Axt. So. Wo ist Gold? Ich suche Gold. Oh.
Halt still. Ciao. Ich könnte mal wieder ein paar Pfeile sammeln, ne? Plündern. Kann ich auch was plündern? Nein. Aber ich konnte den Pfeil einsammeln. Sehr schön. Das heißt, wir haben... Okay, passt. Gut. Jetzt will ich endlich das Gold haben. Menü. Haben wir hier noch was? So eine Kiste. Runen. An Ausrüstung höherer Qualität können Runen angebracht werden. Runen findest du in Truhen in der Welt. Ah, hier kommt der Möbelpacker. Mal Platz da. So. Gut. Jetzt kommt immer noch die Frage, wo... Ach, da sind jetzt noch mehr Gold. Oh je. Da soll noch Gold sein. Ah, sehr schön. Haben wir. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir auf der Seite das finden. Sieht so aus, ne? Wir sind hier und müssen irgendwo runter in den Berg rein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass wir hier lang müssen. Ah, wir kommen von da aus runter, okay. Way. Heidewitzka. Okay. Nein, da will ich nicht hin. Och, Mädel. Komm runter da. Was macht die da? Das waren wieder Pfeile. Hm, wie komme ich da jetzt runter? Boah. Da ist die Steuerung echt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wa? Vor allem die bremst auch immer so spät. So, und hier runter irgendwie. Stellt sich natürlich die Frage. Ah. Irgendwie geht es. So, und jetzt? Ja, wie kommen wir denn da jetzt runter? Na, guck mal, so geht's doch. Okay. Gut. Da wären wir. So, und da muss jetzt irgendwo Gold sein. Ist das eine Höhle? Hinter Wasserfällen sind doch immer Höhlen, oder? Das ist doch ein ungeschriebenes Gesetz. Mein Gott. Ich krieg's jetzt mal hier in den Bergen rum. Runter.
Jetzt muss ich wieder hoch. Ah, Sperrgebiet, okay. So. Na komm, rüber da. Ciao. So. Haben wir den hier auch weggehauen. Okay. Wie komme ich denn an dieses Gold ran? Gibt doch ja nichts. Okay, hier sind irgendwie Fackeln aufgestellt. Ah, muss man vielleicht da rum? Ah, das könnte... Ja! B-I-N-G-O. Bingo war sein Name. Einfach mal das Holz weggewämst. So. Sehr ordentlich. Ein Kohlebarren. Das ist doch schön. Gut. Dann hätten wir ja das erreicht, was wir jetzt auch wollten. Kohle machen. Wortwörtlich. Jep. Stopp. Da geht's abwärts. Ja. So, jetzt wollen wir doch diesen Berg hier erklimmen. So, hier ist erstmal nichts mehr. Dann erklimmen wir mal hier diesen Berg. So, nicht synchronisiert. Und wir müssen in diese Richtung. Das heißt, ich hätte gesagt, wir gehen... Shit. Ah, sehr schön. Hyflatonna. So, wo sind wir denn hier? Okay. Was ist der Tragen? Tragen will ich nicht. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Wenn wir schon mal hier so durchhuschen. Ach, das war hier. Okay. Gut. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Gucken, ob ich da hochkomme. Ich alte Assassine. Okay, ich alte Assassinin. Sorry. Ah, da sind mehr. Man muss mal gucken, wo so die Zerklüftungen sind. Da kann man sich besser festhalten. Ist dann ein bisschen einfacher. Oh, da ist auch wieder Gold. Ja, bei 900 Metern erst. Wir wollen erstmal den hier machen. Schön auf den Gipfel klettern. Bin ich ein Gipfelstürmer. So. Moment. Du, Steffen, der Joke, der war doch ganz cool, ne? Hier bei,